Ja, wir sind jetzt seit April hier auf der Anlage, aber peu à peu steigern wir uns mit der Anzahl der Pferde. Also wir haben mit 20 Pferden angefangen, weil eben die Stallungen noch nicht so weit fertig waren. Jetzt nach und nach werden die Stallungen fertig. Jetzt haben wir schon mittlerweile über 40 Pferde hier, warten aber immer noch auf den letzten Stalltrag, der fertig gerade gestellt wird. Und wenn das dann alles hier steht, dann werden wir 50 Pferde hier haben und dann werden wir alles an einem Platz hier haben. Also wenn alles dann wirklich letztendlich fertig ist, dann, ich denke, das wird so Ende dieses Jahres sein, dann werden wir 3 Reithallen haben, eine kleinere Halle so zum dressurmäßigen Arbeiten und zum Longieren und 2 große Springhallen. Dann werden wir einen großen Außenplatz haben, dann werden wir Paddocks fertig haben, dann werden wir insgesamt hier eine Kapazität von über 70 Boxen haben. Also dann wird schon einiges hier vorhanden sein, ja. Also die Anlage selber ist natürlich im Moment rund um die Uhr versorgt mit etlichen Helfern, die hier praktisch die Baustelle betreuen, die an den verschiedensten Fronten arbeiten. Was meine Pferde betrifft, das sind so circa 15 Leute zurzeit, von den Pflegern übers Büro, über Turnierreiter. Also ansonsten müssen wir uns auch nichts vormachen, ist das in den Größenordnungen auch nicht möglich. Ohne ein super Team, die wirklich hier alles geben jeden Tag und sich ihr letztes Hemd hier für die Pferde geben, kann man hier auch nicht schaffen. Also ich sag mal so, meine Größenordnung, die kommt nicht von ungefähr. Also viele fragen mich, warum machst du das mit 50 Pferden? Mach doch einfach deine paar Grand Prix Pferde und kümmere dich um den Spitzensport und dann hast du noch 1-2 Schüler und dann läuft das doch. Grundsätzlich haben diese Leute auch recht, aber ich bin eben der Meinung, dass es eben die Hauptsache in unserem Geschäft ist, immer wieder junge, talentierte Pferde erstens zu finden, sie dann dementsprechend aufzubauen, auszubilden, auch individuell in der Lage zu sein, diese Pferde zu formen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, umso früher man damit beginnt und das begleitet, umso mehr zahlt sich das auch am Ende aus und man wächst als Einheit zusammen. Und deswegen ist mir diese Ausbildung der jungen Pferde unheimlich wichtig und ist der Grundstein für alles, was danach kommt. Und deswegen auch diese vielen Pferde, diese vielen Leute, weil ich einfach an dieses System glaube, mit jungen, talentierten Pferden anzufangen, diese auszubilden, in den Sport zu bringen und somit immer die Basis zu haben, um auch weiterhin langfristig erfolgreich zu sein.